Früher hieß es freudig, der Zirkus ist in der Stadt. Das heißt es heute kaum noch, man sieht, dass sich da was verändert hat. Auch in diesem Zirkus hier läuft nun schon lange nicht mehr alles nach Plan. Der Clown ist nicht mehr lustig, der Dompteur ist auf der schiefen Bahn. Die Frau vom Messerwerfer weiß zu viel, sie kann ihrem Mann nicht mehr trauen. Und den Zirkusdirektor erwischt man beim Clown. Seiltänzerin ist erst 20, sie sieht älter aus. Ihr Lächeln zur Maske erstarrt, sie geht oft viel zu lang aus. Einer der drei Brüder vom Trapez möchte so lang schon mit ihr gehen. Aber sie lehnt alle Angebote ab, das kann hier niemand verstehen. Ihr Vater sperrt sie dann schon nicht mehr ein, gab es auf sie zu, einem Star aufzubauen. Und den Zirkusdirektor erwischt man beim Clown. Die Frau vom Direktor sagt, so richtig kannte ich ihn wohl nie. Er ließ sich nie richtig ein, stets die Flucht in seine Fantasie. Die Geschäfte liefen schlechter, er kam abends immer später nach Haus. Das Publikum blieb aus und mit diesem auch der so wichtige Applaus. Die Kinder aus der Nachbarschaft, denen es zu teuer war, sie kletterten schließlich einfach übern Zaun. Und auch sie erwischten den Direktor beim Clown. Der Tierpfleger geht ein letztes Mal die leeren Reihen entlang. Die Zirkusmusikanten haben längst ein neues Engagement. Die Tiere sind verkauft, die Manege bleibt für alle Zeiten leer. Beim letzten Treffen aller Mitarbeiter fiel der Abschied allen unsagbar schwer. Die Handlanger haben lang schon angefangen, das große Zirkuszelt abzubauen. Doch der Zirkusdirektor bleibt beim Clown.